Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon, meine Nase juckt, Schwarz 2 Part, hi, was geht? Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, 5-6 Tage, es tut mir leid, okay, ich habe heute viel zu erzählen, wie die aktuelle Lage aussieht, etc. pp. Ich brauche eigentlich gar nichts kaufen, ne? Ich glaube, wir sind soweit ganz gut ausgerüstet. Es ist gerade, mein Leben geht drunter und drüber, so wie gefühlt irgendwie immer, ich weiß nicht. Wir haben, glaube ich, immer noch nicht alle Encounter nachgeholt, ne? Boah, keine Ahnung, wo wir letztes Mal so stehen geblieben sind. Route 14 waren wir auf jeden Fall, ne? Hier sind wir lang gegangen, sind den alten Opi ausgewichen und sind dann hier auf der Route gewesen. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen die gekämpft hatten oder es versucht hatten. Aber den Encounter hier haben wir auf jeden Fall geholt. Frage des Videos lautet, das ist nämlich relativ interessant, gibt es etwas, was ihr aktuell auf meinem Kanal vermisst? Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das ein oder andere Format ist, was eigentlich gerade läuft, wie zum Beispiel Schlüssel-Challenge etc., was sich gerade leider nicht vermeiden lässt, dass ich das gerade nicht weiterführen kann. Das ist ein bisschen doof, ich weiß, es tut mir auch wirklich leid. Ach, nö. Ich will keine scheiß Doppelkämpfe mehr machen. Okay, der Bedrohung ist schon mal ganz sick. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit Dings raus. Mit Blitzy. Und gehe dann mit Hydropumpe auf Kamrupt. Und gehe mit Turbotempo auf Militalis. Ich hoffe einfach, dass die Hydropumpe trifft und Kamerupt rausnehmen. Bitte, 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 bitte. Ich will nicht von der Erdkräfte oder einem Erdbeben oder sonst irgendwas getroffen werden. Turbotempo kommt. Der ist ganz nice. Der killt sogar. Das ist ziemlich cool. Und Hydropumpe trifft. Kill bitte. Bitte. Ah, Dankeschön. Okay, und Altaria sollte, glaube ich, kein Problem mehr sein. Ja, was sich gerade, wie gesagt, leider nicht vermeiden lässt, es tut mir auch wirklich leid, ist auch eigentlich gar nicht so geplant. Aber wann ist im Leben schon mal etwas so wirklich geplant? Okay, eigentlich vieles, aber ich habe keine Ahnung, was ich laber. Okay, warum gehe ich für Psyshock, wenn der Battleschild einsetzt? Das war eigentlich richtig retarded. Okay, nee, Surfer setzen wir mal nicht ein. Donnerschlag, Hydro, das ist eigentlich alles scheiße, ne? Ah, komm, ja, nicht hier drüber. Wir gehen nochmal für Psyshock und dann gehen wir für. Ja. Das gehen wir eben schnell durch, zack. Oh, jetzt setzt er noch Drachen dann sein. Wenn er sich jetzt noch heilen kann oder so, dann wäre das ein bisschen kritisch. Okay, Feuer oder. Ja, es passt. Er ist tot. Aber wir sind jetzt leider verwirrt, aber ist in Ordnung. So, ja, in meinem Leben geht es gerade drunter und drüber. Es passiert sehr, 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 sehr viel wieder. Auch sehr viel Privates, worüber ich noch nicht so sprechen möchte und vielleicht sehr wahrscheinlich dem nächsten Ex-Schema Life Changer, was euch auch betrifft, was sehr interessant wird. Das heißt, Zukunft ist krass, okay, ist wirklich krass. Aber einfach mal schauen, wie sich alles entwickelt. Ich lasse sowieso meistens die Zukunft einfach auf mich zukommen, als irgendwas zu krass zu planen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Okay, hier oben haben wir noch ein Item. Und deswegen, ich hatte jetzt auch diese Woche, der sah irgendwie nicht aus wie ein Trainer, ich hatte diese Woche jetzt auch Besuch von Purple H und Scarlet für viele Tage, für, um genau zu sein, 8 oder 9 Tage. Und heute ist der letzte Tag, an dem sie da sind, die pennen jetzt noch. Ihr seht, wir haben 13.19 Uhr. Wir haben es auch jedes Mal erfolgreich geschafft, unseren Schlafrhythmus komplett zu destroyen, okay? Holy shit. Es waren auch noch andere Freunde zwischendurch da. Aber die zwei sind auf jeden Fall die ganze Zeit hier mit am Start gewesen. Wir hatten echt eine coole Zeit die ganze Zeit zusammen. Aber natürlich muss man sagen, wenn viel Besuch da ist, oh, Notsituation, okay. Wenn viel Besuch da ist, mangelt es natürlich zwischendurch auch an Produktivität. Was natürlich nicht so verkehrt ist, weil wir hatten echt eine coole Zeit und gerade der gute Fabi, also Purple H und ich, wir sind ja schon, ne, würde ich sagen, wir sind gut befreundet, aber wir haben uns einfach noch so extrem viel besser kennengelernt und unsere Freundschaft ist nochmal extrem gewachsen und so, das ist schon sehr, sehr cool eigentlich. Und deswegen bereue, oh Jubelball, Grüße gehen hier raus an Reno. Deswegen bereue ich da auch keine Sekunde, die ich da rein investiert habe, um Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Das ist natürlich schade für euch. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel, dass jetzt die letzten Tage nicht so viel dann auf YouTube kam. Ich habe mir Mühe gegeben, dass trotzdem noch so viel wie möglich eben kommt.
glaube, es hat mal gesehen, gemerkt, ich hoffe es zumindest. Und ja, ist aber alles, wie gesagt, bisschen viel gerade, bisschen kritisch. Und ich habe ja selber mal gesagt, als ich so extrem viele Videos hochgeladen habe, zu diesem Standpunkt möchte ich tatsächlich auch wieder zurück. Aber da habt ihr auch gesagt, so, ja, mach dich aber nicht kaputt und so. Und ich habe gesagt, Leute, das ist alles cool. Wenn es mir nicht gut geht oder ich mir irgendwas zu viel ist, dann mache ich damit eine Pause. Und das habe ich ja jetzt gemacht. Ne? Es kommen jetzt ab und zu noch 2 Videos am Tag oder so. Gerade mit Xenoblade. Ich komme auch nicht dazu, Xenoblade zu streamen. Das ist richtig schlimm. Da möchte ich auf jeden Fall jetzt die Tage mich ransetzen, damit wir endlich Xenoblade weiter streamen. Genau. Okay. Ich glaube, wir treffen gleich auf Cobalion. Ne? Ich versuche mal. Ich werde eigentlich gar nicht gegen so viele Trainer kämpfen. Schreibt aber bestimmt wieder jemand in die Kommentare. Aber kämpft doch gegen alle für die ultimative Challenge. Aber warte, wir sind auf einer neuen Route, oder? Sind wir auf einer neuen Route? Kann ich ja nachschauen. Oder haben wir schon einen Pokémon gefangen? Oder hupt jemand ziemlich laut? Vielleicht. Alter! Jetzt reicht's aber hier. Haben wir auf Route 13 schon einen Pokémon gefangen? Okay, pass auf. Weil ich das wirklich gerne wissen will und jetzt keinen Encounter wegschmeißen will, muss ich echt nochmal zurück. Also ich will es wirklich wissen. Weil es wäre jetzt kacke, wenn wir schon eins gefangen hätten. Und dann fange ich noch eins und es wäre kacke, wenn, genau. Okay, eine Täuschung, alter Palast, Route 20, Thomas Himmels, keine 13, keine 13, keine... Okay, hier. Ah ja, wir haben Duflo auf Route 13 gefangen, okay. Dem Duflo, dem wir gerade begegnet sind. Okay, das erklärt einiges. Ja genau, wir sind, glaube ich, einfach hier ins Gras reingegangen und haben uns das Duflo geholt gehabt. Wo war ich stehen geblieben? Ihr wisst, ich bin nicht der Beste, wenn es darum geht, Gespräche am Fahren zu halten, wenn ich nebenbei noch andere Sachen mache. Ich bin echt nicht multitaskingfähig. Oh, cool, mein Faxo. Nee, ich bin wirklich nicht multitaskingfähig, absolut nicht. Habe ich dem Pokémon Stärke beigebracht? Ich weiß es gar nicht. I don't know. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Boah, ich hätte eigentlich, vor dem Video hatte ich so, boah, ich kann das und das erzählen und das und das erzählen. Und dann vergesse ich irgendwie mal alles. Ich war auf einem Smash-Event in Essen. War sehr, sehr schön. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und, Expert Belt, sehr, sehr cool. Und demnächst startet ja auch ein neues CPP am 13. Oktober, um genau zu sein. Mehr Infos dazu findet ihr bei Twitter, bei Team Calyptus, wo ich natürlich auch teilnehmen werde. Selbstverständlich. Dann bin ich nebenbei gerade noch beim Pokefans-Tournament, beim Sommergroßturnier. Und bin dort tatsächlich, wer hätte es gedacht? Okay, muss ich Angst davor haben? Ich glaube, der setzt jetzt keinen Orkan ein oder so. Verzerre, ja, okay. Bin tatsächlich im Finale gelandet. Also ich stehe jetzt im Finale. Meine anderen zwei, also die anderen zwei Halbfinalisten haben ihren Kampf... Oh, Eisterfagel? Okay, gut. Okay. Haben ihren Kampf noch nicht gemacht, deswegen weiß ich noch nicht, wer mein Gegner ist. Aber sobald die ihren Kampf gemacht haben, wird dazu auch noch der Finalkampf kommen. Ich wollte eigentlich alle Kämpfe hochladen und wollte euch die zeigen. Problem dabei ist nur, ich habe vergessen, jetzt beim Halbfinalspieltag die Replays zu speichern. Tut mir super leid, weil ich hätte echt Bock darauf gehabt, euch die Kämpfe zu zeigen, weil es waren echt gute Kämpfe dabei. Das Krasseste war ja einfach, dass ich wirklich in der schwersten Gruppe von allen war, weil es gab, pass auf, das ist so lustig. Es gab 5 Gruppen, okay? Und in jeder Gruppe waren 5 Teilnehmer. Nee, es gab 6 Gruppen, glaube ich, oder? Gab es 5 oder 6 Gruppen? 5 oder 6 Gruppen gab es auf jeden Fall. Und in jeder Gruppe waren 5 Teilnehmer. Und es kommen von jeder Gruppe nur die 2 Besten weiter, okay? Und, okay, noch ein High-Sorb, ja, passt. Es kommen immer nur die 2 Besten weiter. Allerdings würde es am Ende nicht aufgehen, deswegen mussten aus allen Gruppen die 3 Besten, die nicht Erster und Zweiter geworden sind, mussten auch noch weiterkommen. Und ich bin tatsächlich in meiner Gruppe Dritter geworden, war allerdings so gut im Vergleich zu den anderen Drittplatzierten, dass ich auch noch weitergekommen bin. Und im Halbfinale, das war ja das Krasse, im Halbfinale, wo 4 Teilnehmer stehen, dort waren alle 3 aus meiner Gruppe, die weitergekommen sind. Das heißt, von den 4 Besten sind
die drei aus meiner Gruppe gewesen. Also der erste aus meiner Gruppe, der zweite und ich, der dritte in der Gruppe ist. Und ich habe dann gegen den zweiten aus meiner Gruppe, gegen Yoshi Gamer, habe ich jetzt im Halbfinale gewonnen und muss jetzt entweder gegen den ersten aus meiner Gruppe oder gegen jemand anderen spielen. Okay, wir haben hier Kobayashi. Ich weiß nicht, ob es gerandomized ist. Wir können es herausfinden. Wenn es gerandomized ist, dürfen wir es uns fangen. Wenn nicht, dann extra Encounter, würde ich sagen. Ein Skookaboo! Ich meine, es ist gerandomized, das ist gut zu wissen. Und wir versuchen uns das natürlich zu fangen, weil Encounter ist Encounter. Schade. Hätte ja First Try klappen können. Wäre sehr, sehr cool gewesen. Ups. Ja, okay. Also Skunkapu, wir können es auf jeden Fall fangen. Ist jetzt natürlich nichts Krasses. Ach, halt einmal. Ach man, setz einfach Memento Mori ein. So ein Arsch. Na gut, dann doch kein Skunkapu. Okay, wir sind jetzt hier in Tessera. Ich wollte hier eigentlich noch gar nicht hin. Aber wenn wir schon mal hier sind. Hallo, ich wollte ins Poké-Center. Ja, aber wenn wir schon mal hier sind. Hallo, ich wollte ins Poké-Center. Wer war die nochmal? Ich weiß es nicht. War das die? Nee. Darf ich jetzt eigentlich ins Poké-Center? Wer bist du? Okay. Hallo. Mann. Ich würde gerne ins Poké-Center. Oh, ich habe Nein gedrückt. Ich hätte Ja drücken sollen, ne? Fuck. Ups. Na gut. Das ist eigentlich echt so. Es gibt niemals... Also man wird immer zwei Sachen gefragt und ich glaube, man muss fast nie Nein sagen, oder? Also ich glaube, man muss fast immer Ja sagen. Da war gerade unser Rivale present. Aber der wird, glaube ich, nicht gegen uns kämpfen wollen. Wir haben ja erst vor zwei Parts gegen ihn gekämpft, glaube ich. Ja, vor zwei oder drei Parts. Aber man muss, glaube ich, immer Ja sagen. Gibt es hier TMs? Hallo! Team Nummer 25, das ist Donner. Moment, wer kann alles Donner? Yuki, glaube ich, und Eddie. Eddie ist sogar physisch. Dem könnte ich Erdbeben auf jeden Fall beibringen. Und Yuki ist ja speziell. Und das heißt, wir bräuchten auch theoretisch gesehen nur ein Erdbeben. Leute, da... Ach ja! Das, na Moment, das, ich habe ganz vergessen, dass wir das ja öfters benutzen. Oh, also, ist es nicht Donner? Normalerweise schon. Ja, ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Dann bekommt Splashing hier mal Erdbeben. Und Eddie bekommt auch Erdbeben. Holy shit. Einfach Erdbeben zu kaufen. Gönnung. Okay, keine Ahnung, warum ich jetzt gegen die kämpfe. Warum ich mit der Rede Jet-Orden. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die sagt nur, welche Pokémon gut gegen irgendwelche Arenen sind. Ich will hier aber noch gar nicht zu viel erkunden, weil wir haben die Route noch nicht ganz fertig. Habe ich Zerschneider dabei? Oh, fuck. Habe ich noch? Ich habe noch Schutz dabei, ne? Dann haue ich die eben rein. Und in den nächsten Parts werden wir dann wahrscheinlich den 7. Orden holen. Genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Noch schnell ein Stückchen getrunken. Genau, da haben wir den 7. Orden. Okay, Solarstrahl ist mir so egal. Fliegen wird ihn einfach 10-mal killen. Und ich glaube, es dauert auch gar nicht so extrem lange, bis wir dann zum 8. Orden kommen. Ich glaube, die Zeit war relativ kurz von 7. bis 8. Orden. Also es kommt dann noch Team Plasma Story und so weiter. Und ich glaube auch Kyurem oder so, I don't know. Was Legendary, aber das ist hier... in dem Game, glaube ich, relativ human gewesen. Also daran erinnere ich mich tatsächlich gar nicht mehr so krass, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, es geht fit. Und wir sind jetzt bei Part, bei welchem Part sind wir? Lass mich kurz nachschauen. Das hier ist Part 19. Und ich würde mal behaupten, Part 30 circa sind wir mit dem Game durch. Oh. Wieder die Bösen von Team Plasma. Nicht die guten. Muss ich mit... nein. Okay. Ich möchte nicht. Lass mich gehen. Okay. Ich möchte hier noch ein bisschen mit den Leuten labern. Zumindest alles Verdächtige ansprechen. Guck mal, hier gibt es einfach einen Käferjuwel. Das ist crazy. Gibt es hier im Mülleimer noch was? Soll ich allgemein mal das Itemrad anschmeißen? Kann ich, glaube ich, mal machen. Schutz wäre nicht mehr. Das passt. Oh ja, Tatsache. Aber wo? Da
oben? Und wie komme ich da hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Gehen wir mal kurz ins Haus hier rein. Ach, guck mal. Bodenjuwel. Ich würde echt gerne wissen, was da normalerweise drin ist, aber ja, passt. Ja, ich glaube, wir müssen, können jetzt nicht mehr viel anderes tun, als gehen die zu kämpfen. Kann ich irgendwie an denen vorbeilaufen? Okay. Na gut. Wie schlimm kann es schon werden? Quapo und Volumina. Oh Mann, Alarm Voluminas, das ist gut. Ja, ich kann eigentlich für Erdbeben gehen, ne? Ich meine, es sollte Voluminas wahrscheinlich töten. Oh, okay. Oh, der geht auch für Erdbeben. Bruder, mach jetzt nicht diesen. Aber Quapo geht niemals auf mich. Er wäre einfach auf mich gegangen. Ach Mann, und jetzt kommt da noch ein Kampf-Pokémon. Habe ich irgendwas gegen Kampf-Pokémon? Ich habe Yuki. Ja, komm, ich gehe in Yuki. Wenn er jetzt gleich wieder für Erdbeben geht, dann... Moment, Erdbeben wäre übel gut gewesen. Mann. Okay, Wuchtschlag. Und es geht auch daneben. Ja, ich gehe mal für... Okay, perfekt. Für Luftschnitt auf einen von den beiden wäre egal gewesen. Das passt. Erdbeben wäre so sick gewesen. Er wäre einfach ein Double Kill gewesen. Ich hätte keinen Damage bekommen. Tohaido. Okay. Das geht fit. Komm, Zeitenlärm, weil es so cool aussieht. Okay, nevermind. Ist der so... Warum ist Mamutu schneller als... Rayquaza? Rayquaza sieht so cool aus. Okay. Ja. Das ging relativ easy. Können auch unsere Pokémon heilen. Genau, siebter Orden haben wir in Twin Drake City. Das ist eine Stadt später. Allerdings ist die zugeeist, glaube ich. Ich glaube, wir können sogar den siebten Orden erst machen, bevor wir... nachdem wir gegen Team Plasma gekämpft haben. Ich glaube, Team Plasma kommt tatsächlich vor. Ich bleibe da aber auch stehen, wie als würde ich, ne, komm, kämpf gegen mich. Genau das möchte ich jetzt. So bin ich da gefühlt stehen geblieben. Ist aber allerdings kein Problem. Ich glaube, wir sollten auch Eddie gleich mal vorne wegpacken, weil der ist schon Level 51. Und ja, der braucht die XP jetzt gerade nicht. Ups. Gut. Packen wir mal Splashing nach vorne. Wir brauchen... Ich hab die nicht gewechselt, ne? Wir brauchen unbedingt noch eine Feuerattacke für Kratos. Das ist so wichtig. Was gab's denn noch in dem Haus? In der TM-Abteilung? Ich habe gerade nur an die Attacken gedacht, die man... dass man die nur einmal nutzen kann. Meditation, Klingsturm. Nee, ist eigentlich echt beides kacke. Ich meine, Erdbeben ist super sick und... Ich glaube, da wird mich jeder verstehen können, warum ich dafür 70.000 ausgegeben habe. Okay, Doppelkampf möchte ich ungern machen. Ja, wie gesagt, ich denke, da kann mich jeder verstehen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein guter Deal war, würde ich mal behaupten. Hier ist doch safe ein Tarnpinion, oder nicht? Alter, kann nicht sein, dass hier überall so viel Zeugs liegt. Also wir werden hier in diesem Part echt mit Items zugeschmissen. Okay, ansonsten war es das, ne? Ansonsten gibt es hier nichts mehr, ja. Okay, dann gehen wir weiter. Hier... Ah, oh, die Dorfbrücke. Richtig, die schöne Musik gibt's hier. Die hier wollen kämpfen, das weiß ich. Da liegt noch ein Item, das sehe ich. Sick. Sehr, 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 sehr sweet. Einfach noch einen Meisterball bekommen. Oh, und der möchte scheinbar auch kämpfen. Ja, nice, noch ein Meisterball. Hatten wir überhaupt schon mal einen Meisterball? Weil ich sah gerade noch einen Meisterball. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten schon mal einen. Ich meine, wir hatten ja schon ein paar Legendaries und ein weiteres wäre da auf jeden Fall nicht schlecht. Also, da kommt der Meisterball auf jeden Fall wie gerufen. Okay, was haben wir hier? Ah, Moment, hier gibt es wieder einen neuen Encounter. Auf der davorigen Route, glaube ich, auch, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht. Okay. Okay, deswegen lass uns zuerst nochmal auf die davorige Route gehen. Die Musik ist so cool, ne? Kann sie auch nochmal normal abspielen. Und dann gehe ich einfach raus. Hier haben wir nämlich Route 12. Da haben wir auch noch keinen Encounter gemacht. Ich würde sagen, wir machen die Route 12 Encounter auf jeden Fall in dem Part nach und im nächsten Part machen wir dann den Dorfbrücken-Encounter. Deswegen, let's go. Haben wir schon Nasknet? Ja, wir haben Nasknet schon. Stimmt, 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 stimmt. True, 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 true. Haben wir schon. Okay. Nochmal. Komm schon, Legendary. Als ob. Moment, Terrakion, bitte. Moment, wollte das? Als ob. Das gibt es nicht. Ich sag auch noch, bitte Legendary. Und dann kommt einfach fucking Voltolos. Ey, ohne Witz, das kannst du mir nicht erzählen. Voltolos mit einer unserer absoluten MVPs.
in Schwarz und Weiß 1. Zauberblatt sollte, ja, geht easy, klar. Wie macht Schockwelle? Ja, ist okay. Stimmt, der ist jetzt High-Blocker die ganze Zeit. Das heißt, ich habe mich nicht hochheilen, das ist gut zu wissen. Aber ein bisschen schwächen möchte ich ihn trotzdem. Selbst ein Crit killt ihn jetzt nicht. Okay, perfekt. Dann werfen wir mal Hyperbälle. Aber wir haben zwei Meisterbälle sogar, sehe ich gerade. Ja, interessant, interessant. Also haben wir tatsächlich schon einen bekommen. Okay. Oder ist es der normale, den wir von der Story bekommen haben? Mann, ich fühle mich so mächtig mit zwei Meisterbällen. Holy shit. Und so vielen Legendaries. Und gerade noch einem neuen Legendary, scheinbar. Okay, Vergeltung. Moment, ich habe einen Boyenhelm. Okay, 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 Rückzug. 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 Ich glaube, ich kann in Eddie rausgehen. Aber jetzt ist er immerhin perfekt geschwächt. Moment, der hat gerade Überwurf eingesetzt. Ja, das sollte aber klar gehen. Das sollte, denke ich, klar gehen. Wer für einen Hyperball? Schade. Wie viel macht Vergeltung? Das macht nothing. Also ich würde den schon echt gerne mit einem Hyperball fangen. 1, 2, 3. Ah, so close. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich werfe mal einen Jubelball. Wollte das, einen Jubelball zu haben, wäre schon heftig nice. Schade. Dann werfe ich einen Traumball. Ich weiß nicht, ob der auch funktioniert, wie meinst du, aber ich glaube nicht. 1, 2, 3. Ah, no, das wäre so cool gewesen. Vor allem, weil es ja wollte, dass es auch einen Traumball gibt. Okay, ja, es ist leider nicht dunkel. Hyperball ist der beste Ball, den ich werfen kann. 1. Ah, schade. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hätte den so gerne in einem Hyperball. Ah, fuck. Mann, das wäre so cool. Komm schon. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ich wäre halt echt kein Meisterball eigentlich dafür. Also, klar. Okay, 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 okay. Ich kann mich aber wieder hochheilen, stand da gerade, ne? Natürlich werde ich, wenn es am Ende so aussieht, als würde es nicht klappen, würde ich. Fuck, den Meisterball werfen. Im Falle Fälle. Aber ich will ihn auf jeden Fall am liebsten in den Hyperball fangen, weil ne, zwei Meisterbälle kann man sich auf jeden Fall noch gut aufsparen, aber es sieht echt close aus. Ich habe aber auch nichts, womit ich den Status verändern kann irgendwie, oder? Wenn wäre es Einschläfern. Nee, dadurch, dass wir Hutzuster nicht mehr haben, haben wir da auch nichts. Nur ansatzweise. 1, 2, 3. Aber diesmal, ne, ist bewiesen. Ich habe auf jeden Fall nichts an der Catchrate verändert, wie ich ja schon gesagt habe. Also deswegen, ich bin selber überrascht, wie viel krasse Pokémon wir gefangen haben, aber ich habe halt legit an der Catchrate nichts verändert. Kann man ja bei Randomizer machen. Aber dann würde in meinen Augen etwas verloren gehen. Dementsprechend kriege ich das Voltolos ja auch nicht gecatcht. Also, ich werde wahrscheinlich gleich den Meisterball draufwerfen müssen. Alter, wie häufig das jetzt aber auch schon dreimal gewackelt hat, ist auch abnormal, ne? Okay. Pass auf. Passt auf. Jetzt der 360 No-Scope Pokéball. Alter, ich dachte schon. So, oh, jetzt geht's los. Ja, ich werfe noch die anderen Bälle drauf. Ich hätte auch gerne jetzt einen Timerball. Das wäre richtig sick. Ich habe so ein bisschen Angst, dass er. Nee, der würde noch voll viele Heilblockaden einsetzen, bevor er stirbt, ne? Ich glaube ja. Okay, dann gönnen wir uns noch einen Superball. Ich möchte so ungern einen Meisterball dafür benutzen. Wirklich, wirklich ungern. Aber ich werde jetzt auch keine 10 Stunden damit verbringen, dieses Voltolos zu fangen. Deswegen, fuck it. Fangen wir uns Voltolos mit dem Meisterball. Und wir benennen es auf. Warum Torpedo? What the fuck? Und benennen es auf jeden Fall nach Ruffy. Ne? Auf die guten Zeiten. Ich glaube, ich habe noch kein Pokémon, was nach Ruffy benannt ist. Ja, sehr, 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 sehr cool. Damit haben wir Voltolos wieder bekommen. Freut mich sehr. Oh, der will nicht kämpfen, oder? Okay. Scheinbar müssen wir noch gegen ihn kämpfen. Ach, das wird easy. Der hat nur einen Hutsasser. Sagte ich, während ich mit meinem Immungus draußen stehe. Immungus, mit meinem Swampert draußen stehe. So, wir gehen raus in Rayquaza. Toxin, okay. Ja, es passt. Ein Luftschnitt und der Knoblauch einmal liegt. Und je nachdem, was er jetzt noch hat, aber es sollte. Okay. Na gut. Sollte kein Problem sein. Was hat er gesagt? Ich wäre sein 1000. Sieg oder so, ne?
Schon mit der 2 lange Jahre habe ich an meinem Kampfrekord gestrickt. Ja, ich wäre sein 1000. Sieg gewesen. Opfer. Und jetzt gibst du mir nicht mal was? Schlecht bist du. Gibt's hier kein Pokécenter? Oh lol, ich will nicht in den Counter reinrennen. Egal, ich speichere hier auf jeden Fall mal. Und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne eine positive Wertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.